Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir direkt weiter. Wir hatten schon letztes Mal das Intro. Zahlen, was bedeuten Gehen wir sie? weiter. Fuck, genau. Okay. Laufen wir links weiter. Okay, Erinnerungen. Reznov! Wo sind Sie? Reznov! Schon wieder diese Zahlendurchsagen im Kopf. Boah, Junge, meine Augen. Ich musste Steiner töten! Ich höre ständig Scheißzahlen! Sie? Schon wieder? Ich hätte sie in Vorkuta töten sollen. Aha. Eine haben wir. Boah, lol, ich habe meine Maus aus Versehen weggeschmissen, ey, gefühlt. Okay, dann gehen wir weiter. Da hinten ist wahrscheinlich gar nichts, ne? Nee. Dann gehen wir weiter. Einen Moment Pause. Lassen wir ihn ausruhen. Wenn er wieder bei Bewusstsein ist, verkaufen wir die Spannung. Ich erinnere mich! Vorkuta! Dem Subjekt wurden erfolgreich das Wissen zur Übersetzung der Zahlenfolgen Und wo liegt denn das Problem? Er reagiert nur sporadisch auf unsere Befehle. Unvorhersehbar. Er ist erstaunlich widerstandsfähig. Wieso? Er ist einzigartig. Ungewöhnlich. Nur wenige verfügen über solche Willenskraft. Die anderen Testsubjekte waren beugsamer. Wenn er den in den Säulen versteckten Befehlen nicht folgt, ist er nicht von Nutzen für mich. Lasst ihn verrotten! Bringt ihn in seine Zelle! Oh, Schmerzen! Alter. Oh Gott! Diese Schmerzen! Okay, warte ich jetzt mal hier lang. Jetzt muss ich alles untersuchen. Weil ich weiß ja nicht, wo ich lang kann, wo nicht. Okay, also nur da, wo es ausgeschrieben ist. Gut, zwei Intels müssen wir noch finden. In dieser Sequenz. Boah, Junge. Hier kann ich nicht hin. Folge den Zahlen. Hier liegt nichts drauf. Weiter zum Ziel! Oswald! Kompromittiert! Oswald kompromittiert. In Vorkuta sind wir alle Brüder. Reznov, Junge, die sind Amerikaner trauen. Auf jeden Fall. Er und wir sind uns ähnlich. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen, Kranke vergessen, Scheiße. Verlassen. Sie werden überleben. Sie müssen. Wir sind Brüder, Mason. Wir sind gleich. Holy shit. Überall Orden. Man sagte mir, sie wow. Seien der Beste. Überall. Ganz bitte. Okay, Zeit, dass wir hier verschwinden. Noch nicht. Erst kaufen wir uns Dragovic. Alter. Boah. Jetzt zufrieden, Mason? Nein. Noch nicht. Nicht, bis ich die Leiche sehe. Junge. Wie oft denn noch? Steiner war auf der Insel der Wiedergeburt. Scheiße. Ich habe einen übersehen. Wir? Viktor Reznov? Warte. Wir wollten beide dasselbe. Dasselbe. Was zur Hölle tut er da? Ich glaube, ich kann nicht zurück, oder? Zwischen sich und Steiner. Kann ich zurück? Okay, pass auf. Ich mache hier einen Cut und gucke nach, ob ich noch zurück kann. Wenn nicht, dann mache ich kurz einmal das Level neu. Und dann sehen wir uns wieder an der gleichen Stelle wie eben. Genau. Also, bis gleich. So, Leute. Dann habe ich sie gefunden. War richtig widerlich. In der Ecke, in fucking Mülleimer war er drin. Mein Gott, musste man suchen. Gut, jetzt sind wir wieder hier, wo das dritte war. Und jetzt machen wir direkt weiter.
Okay, wie weit können wir noch rennen? Jawohl, Junge. Ui, das hat den Schalter angemacht. Der Schmerz tut weh, nicht wahr? Wir sind Brüder, Mason. Wir sind gleich. Synchro- und Mundbewegung passt nicht, aber egal. Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben. Dragovic unterzog sie einer Gehirnwäsche, aber Reznov hatte eigene Pläne. Mason, Reznov, wie konnten sie aus Valkuta entkommen? Ich dachte, sie ihn wiederzusehen. Ha, das war cool, so die Transition, dass wirklich niemand da war. Also hat er selber alles geöffnet und so. Deswegen sagt auch der hier gerade so, was stimmt nicht mit dir? Ja. Wahrscheinlich hat er eine Tür geöffnet, wo niemand war, oder? Ja. Lol. Viktor Reznov ist seit 5 Jahren tot. Er starb bei der Flucht aus Valkuta. All die Jahre dachten sie, er wäre bei ihnen. Aber das war er nur in ihrer Vorstellung. Ich habe ihm vertraut. Deshalb hat es funktioniert. Ein Experiment über Bewusstseinskontrolle. Dragovic programmierte sie darauf, Kennedy zu töten. Doch Reznov sabotierte sie. Er wollte Rache für das, was Dragovic ihm angetan hatte. Dragovic, Kravchenko, Steiner. 3 neue Opfer. Es gibt Lücken in ihrer Erinnerung. Zeiten, in denen sie verschollen waren und wir sie nicht finden konnten. Jetzt, wo die Gehirnwäsche gebrochen wurde, werden sie sich erinnern. Wir müssen gehen. Alles klar. Der Nova 6-Angriff steht kurz bevor. Junge, Junge, Junge. Hunderte von Schläfern in allen Staaten werden das Gift schon bald gegen unsere Landsleute freisetzen. Nach Steiners Tod verloren wir unseren Schlüssel zu den Zahlenübertragungen. In Valkuta wurden sie darauf programmiert, die Zahlen zu übersetzen. Nur sie können uns sagen, was die Codes bedeuten. Nova 6 war nur ein Schläfereinsatz. Es gab sicher noch andere, von denen wir nichts wussten. Wir haben die Übertragungen. Wir haben sie ihnen stundenlang immer wieder vorgespielt. Aber wir konnten ihre Programmierung bisher nicht brechen. Mason, das ist unsere letzte Chance. Hören Sie um Himmels Willen noch einmal zu. 21, 7, 21, 4, 2, 14, 14, 7, 18, 13, 6, 22. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk. Lol, Anfang der Mission. Ich kenne Sie! Valkuta! Sie wissen nicht, was wir ihnen angetan haben. Dem Subjekt wurden erfolgreich das Wissen zur Übersetzung der Zahlenfolgen eingepflanzt. Boah, meine Augen. An alle Agenten. Unsere neuen Verbündeten in Kuba haben uns die Errichtung einer neuen und dauerhaften Sendestation in ihrem Gebiet gestattet. Von jetzt an werden bis zur Initiierung von Projekt Nova sämtliche Befehle von der Rusalka gesendet. Unser Plan, das Herz des Westens anzugreifen, wird ausgeführt. Wartet auf weitere Befehle. Heftig auf Knopfdruck, das zu haben. Betrachten Sie ihn als Geschenk. Unser Anzug beziehen. Das Ding ist es, dieses Boot, was am Anfang des Spiels direkt zu sehen war, heftig. Dauerhaften Sendestationen in ihrem Gebiet gestattet. Sämtliche Befehle von der Rusalka gesendet. Ich weiß, wo der Zahlensender ist. Es ist ein Schiff. Habe es vor langer Zeit gesehen. Die Rusalka. Wo? Kuba. Yo, America. Das erste ist so dieser Terminator. Zack. Die Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Unser Plan, das Herz des Westens anzugreifen, wird ausgeführt. Er muss aufgehalten werden, Mason. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche. In ganz Amerika verfügt Dragovic über Schläferzellen, die auf das Zeichen warten, Nova 6 freizusetzen. Man sagte mir, sie seien der Beste. Überall.
Dragovic, Kravtschenko, Steiner. Die werden sie sein müssen. Diese Männer müssen sterben. Junge, ey. Das ist echt heavy, wie sozusagen erst Gegenwart mit ihm spricht, dann seine Programmierung mit ihm spricht, dann die andere. Das ist echt heavy. Das ist gefühlt wie hier mehrere Persönlichkeiten, die gegeneinander kämpfen. Heftig. X-Ray. Golf von Mexiko. Alpha, wir haben Sichtkontakt zu Rusalka. Verstanden, Yankee 1. Nähern uns. Mason, übernehmen. Formation beibehalten. Wir nähern uns im Zahlensender. V zum Zoom. Scheiße! Stehen unter schwerem Beschuss! Sie haben uns scheinbar erwartet. Yankee Team, Angreifen. Verstanden, Alpha! Brechen aus! Einfach ballern. Boah, Junge. Ich hab kein Aim. Natürlich eigentlich nicht zu viel zerstören. Haben wir. Kann ich schießen? Danke. Schon dabei. Keine Boote. Oh. Yankee-Team in Position. Los. Heavy. Alter, einfach blind schießen. Wie viele kommen da raus, Junge? Ups. Team in Position! Alpha, wir lassen Unterstützung. Over. Stand, Rücken vor. Yankee 1, mir nach! Los! Bringen Sie uns zur Backbordseite. Rüber nach Backbord! Aua! Feuer frei! Yankee 1, diese Ficker! Bam, Junge! Na los, Feuer! Schön den Mast zerstören. Alles klar, Rücken vor! Come on, Angriff. Junge! Los! Wow, das war knapp! Holy shit! Okay, gib ihm. Stehen unter schwerem Beschuss. Du kleiner Bastard. Mein Gott. Auf dem Weg zu den unteren Decks. Over. Verstanden, Yankee. Alpha-Team ist direkt hinter ihm. So, wo soll ich hin? Wo muss ich hin? Ist es ein Gegner? Ein Hind. Ausweichmanöver. Ja. Oh, Alter. Schön das Schiff genutzt als Deckung. Runter mit dem Hind. Ich tue mein Bestes, ohne Aim zu ballern. Ja, block ihn. Yankee 2, auf den Hind feuern! Können wir... Okay. Getradet, 50-50. Mason, los zur Landeplattform! Verstanden! Alter Schwede. Und immer rutschen wir so viel. Junge, ich sag dir, wir haben Butter oder Eis oder in den Füßen, ey. Ist das Gegner? Nee. Hudson, steh auf. Wir haben endlich die Farmers. Heftigste Waffe gefühlt am Ende erst. Mac 11 gibt's auch noch. Oh, not bad. Besser als die Uzi. Wegen Rückstoß. Aber Farmers. Ja, beste Waffe immer noch. Das Ding ist so pervers. Reload Speed, Fire Speed, Damage, Rückstoß. Boah. Okay, warte mal, pass auf. Erstmal muss ich Intel suchen. Einmal hier doch mal rumgucken. Die sind bei den Fässern. Einmal genau Schüsse. Es war keine Sniper, aber egal. Gut, pushen wir vor. Ich glaube hier links rum. Ah, geht gar nicht. Okay, Bucket. Ich denke mal an Flankieren. Valkyrie-Raketen. Was hier überhaupt? AK-74. Galil-Granatenwerfer. Galil Master Key? Lol. Ah ja, Master Key wäre das andere. Nicht mehr raufsetze. Oh ne, das ist useless. Ich brauche eine andere Waffe. Das ist schon besser. Eigentlich. Valkyrie? Oh!
Jawohl, Junge. Die behalte ich noch. Die behalte ich noch auf jeden Fall. Haben wir. Pushen, pushen, pushen. Oh, nicht schon wieder. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Rüber kann ich auch nicht. Warte mal. Ich muss hier die Container untersuchen. Boah, hier liegt eine Hand. Aha. Junge, ich sag doch Container. Ich wusste nur nicht, welcher davon. Widerlich. Also der Ort, wo es versteckt war. So. Einen haben wir. Ja, das Reflexvisier ist jetzt nicht das Beste. Aber geht eigentlich noch, definitiv. Wie geil. So. Sehen Sie sich das an! Was ist das? Scheiße! Weaver! Wir sind im unteren Deck festgenagelt! Schwingt eure Ärsche hier runter und zwar schnell! Wir sind unterwegs. Los, 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 los. Runter, runter, runter. Schon wieder Nate. Geduld, Geduld. 3, 2, 1, gib ihm. Oh! Wer schmeißt hier eine rein, Junge? Seid ihr verrückt? Okay, wo... Ziel ausgeschaltet. Haben wir. So, hier muss eigentlich noch eine zweite sein. Was war das? Information. Wo zum Fick war das? Da oder da? What the fuck? Ich habe nur F gesehen. Schon wieder Lucky. Junge, was sind das für Verstecke? Die kannst du ja kaum sehen. Oh, no, 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 no. Aua. Ficker. Wir pushen außen vor. Auf mich. Okay. Ich pushe, ich pushe. Habe ich. Doch nicht. Ups. Jetzt haben wir sie. Gut, jetzt müssen wir runter. Nach da hinten. Dieses Schiff ist mehr als wir dachten. Die Sendestation. Sie liegt unter uns. Wow. Scheiße! Scheiße! Dragovic beginnt mit der Übertragung. Kommando, hier Alpha 1. Wir haben die Rosalka als Übertragungsquelle bestätigt. Starten Sie den Luftangriff. Wir verschwinden hier. Nicht jetzt. Wir müssen Dragovic finden. In weniger als 15 Minuten wird die US Navy hier alles in die Luft jagen. Vor 5 Jahren in Baikonur habe ich schon mal nicht den Tod verifiziert. Und die Gehirnwäsche haben Sie sicher hinter sich? Spielt das eine Rolle? Das Schwein muss sterben, ein für alle Mal. Raus hier, Weaver. Wir bringen es zu Ende. Na, alles klar. Also abtauchen, sagst du, oder was? Oder was wird jetzt passieren? Yep, abtauchen. Hudson, sehen Sie die Bojen? Sie übertragen von der Oberfläche aus. Darum konnten wir die Sendestation nie finden. Das Gebäude unter uns. Es ist mehr als nur ein Sender. Es ist eine Versorgungsstation für die russische U-Boot-Flotte. Ein Teil von Dragovichs Invasionsplan, nachdem das Nova 6 eingesetzt wurde. Infiltrieren Sie den Zahlensender, okay. Junge, Junge, Junge. Da, nach links darf ich anscheinend nicht. Okay. Was zum Fick ist das denn? Holy shit. Aber das Geräusch kennt jeder gefühlt. Aus jedem Film oder so hört man die immer wieder. Am meisten Filme über Haie. Oder U-Boot, je nachdem. Sehr gemischt. Jawohl, wir sind drinne. So, die Farmers haben wir mit. Valkyrie-Raketen haben wir mit. Obwohl wir sie gar nicht mehr brauchen, aber... Hey, zwei Stück kann ich nochmal abballern und dann jemanden killen damit. So, ist hier schneiden? Nee. Okay, vor, 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 vor. Du rennst mir vor. Schussfeld. Granate!
Einer fällt ins Wasser. Geile Animation. Pushen. Lass mich durch, du Ficker, Junge. Ey, blockierst sie ohne Ende. Jawohl, minus 3. So, wir gucken hier einmal rum. Finden wir hier irgendetwas? Nee, auch nicht. Wir gehen einmal rum und dann pushen wir weiter durch. Ich will das letzte Intel unbedingt finden. Gar keinen Bock, das Mission nochmal neu zu machen, nur für diese eine Intel. Deswegen gucke ich jetzt jede Kackecke durch, egal wie dumm das ist. Und runter. Autsch. Wo sind sie? Ich sehe ihn. Erster Stopp. Feind erledigt. Wo? Falsches Ziel. Ey, wieso hast du geschossen? Erfolg. Sie greifen an. Weaver, was ist los? Verdammt. Zu spät für den Rückzug. Hau rein. Als wenn er noch nicht... Alter. Wie die drücken. Das sind fucking Juggernauts, kein Wunder. Junge, was war das denn gerade? Ey, der hat so gedrückt. Unnormal, warte mal. Ist hier noch irgendetwas? Ich gehe nochmal darauf. Kann ich da noch hin? Ja. Ich gehe nochmal hier hoch. Sicher ist sicher. Alles prüfen. Hier ist die Tür jetzt auch offen. Wow, Glückwunsch. Hier ist nichts, da ist nichts. Einmal hier hoch. Hier ist nichts. Hier ist nur der Durchgang. Okay, ab nach unten. Junge, okay. Ja gut, er hat auch Ausrüstung, darf ich nicht vergessen. Aber dennoch, what the fuck. Okay, das normale Spray mit der Waffe ist ein bisschen schlechter als mit anderen. Nachladen. Haben wir. Ich sehe nichts. Blind schießen, fuck it. Eine Flash. Wow. Junge. Druck ist schon eine heftige Stärke, ey. Oder Wasser allgemein. Ich hoffe, du hast Luft geholt. Holy shit. Junge, die Mucke. Heavy. So, bevor ich zum Ziel gehe, laufe ich einmal hier rum. Wo ist das? Wir müssen Dragovic finden, bevor alles über uns einstürzt. Mein Gott. Ziel erledigt. Ziel ausgeschaltet. Bestätigt. Die Leiter rauf. Wo zum Fick muss ich hin? Ich muss echt aufpassen, ey. Geh du vor. Oder auch nicht. Galil Magazin weiter und Galil Master Key. Reflexvisier Trommelmagazin. Nee. Wir bleiben bei der Valkyrie. So, wo zum Teufel ist das? Du rennst immer ins Ziel, ne? Das weißt du. Triple Kill. Oh, der Double Akimbo, Junge. Sie sind beim Stützbein. Ja, hab ich verstanden. Junge. Feinde, Stützbein. Oben. Fuck. Wackel nicht so viel, ich seh nichts. Wackelt schon wieder, mein Gott. Ziel ausgeschaltet. Haben wir? Ich habe fast keine Muni mehr. Epica, was war das? Doppelmagazin? Oder was war das? Anscheinend. Boah, das erhöht auf jeden Fall die Nachladegeschwindigkeit. Ich muss irgendwie nach oben. Weiter! Wir müssen die Übertragung verhindern! Warte. Jawohl, Erfolg. Wir haben alle gefunden. Deckung suchen. Du kleiner Bastard, Junge. Diese Missgeburt Juggernauts, Junge. 10 Jahre nachladen und auch noch die Waffen. Stirb, Junge. Ich brauche eine andere Waffe. Die braucht zu lange. Doppelmagazin. Irgendwas mit Doppelmagazin. Nee, nichts.
Ja, da müssen wir damit leben. Ich sehe nichts. Ziel ausgeschaltet. Ja, das ist besser. So, einmal für den Reload. Die Zahlen. Come on, Mason. Dragovic. Sie hätten mein bester Agent sein sollen. Das hätte alles leichter gemacht. Schöner Schuss. Schieß mehr. Es ist leicht. Ich werde sie töten. Bam, Junge. Sie haben mich nicht in den Griff bekommen. Sie können sich doch. Jawohl. Sie gegen mein Land einsetzen. Sie wollten mich meinen Präsidenten ermorden lassen. Wollten? Haben Sie es ganz sicher nicht? Junge. Wieso muss ich beide drücken? Jetzt ist er tot. Was heißt das jetzt? Haben wir jetzt Kennedy gekillt oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Waren wir das oder war das ein anderer Agent? Na los, Mason! Sind wir draußen? Das explodiert die ganze Zeit. Die Lichtblitze. Feuerwerk. Mason. Sie haben es getan, Mason. Das, was ich nicht konnte. Leben Sie. Wie war ich aus? Es gibt Junge. Noch so viel zu tun. Da muss man eine Lunge haben. Junge. Mason! Geschafft! Wir haben gewonnen. Fürs Erste. Die Mucke. America. Holy shit. Tja, alle tot von denen, die er töten sollte. Aber auch seine ganze Einheit. Heavy. Weggetreten. 1, 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22. Und was kommt jetzt? Ah, ja. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob das ohne Uncut überhaupt da wäre. Ach lol, da ist Mason. Ein auf den. Und der Soundtrack. So, was will uns jetzt die Credits sagen? Also hat er es doch getan, oder was? Fuck, als wenn irgendwo runtergefallen wäre, der Sound gerade. Oh, wir können zum ersten Mal die Credits überspringen. Das machen wir auch lieber, weil jetzt kommt irgendwie ein Soundtrack. Überspringen. Die Zeit und die Welt bleiben nicht stehen. Ach lol. Der Wandel ist das Gesetz des Lebens. Ja, ja, jetzt kommt die Transition. All jene, die nur Vergangenheit und Gegenwart betrachten, werden die Zukunft verpassen. Ich sagte, werden die Zukunft verpassen. Das habe ich verpasst. Premierminister Castro, die Kuba-Krise hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wir haben uns fast in die Luft gejagt. Wir haben Sie heute eingeladen, in gutem Glauben, alles beilegen zu können. Und was macht der hier? Er hat verloren.
Ich sage immer, vergib deinen Feinden, aber vergiss nie ihren Namen. Gentlemen, ich glaube fest daran, dass in der langen Geschichte der Welt nur wenige Generationen... Klingt, als ob jemand einbricht. Die bewegen dazu. Oh mein Gott. Anscheinend ist jemand ins Pentagon eingedrungen. Zombies. Gentlemen, in Zeiten wie diesen brauchen wir präventive Vergeltung, um jegliche Form der Aggression zu verhindern. Wo sind denn deren Leibwächter? Gentlemen, durchladen und entsichern. Yo. Viva la Revolution. Viva la Revolution. Worte, Mr. President? Ja, Jack. Überschwängliche Worte der Inspiration für unsere... Oh, Double Shotty. Akimbo. Betet nicht für ein einfaches Leben, meine Freunde. Betet für... mehr Stärke. Okay, jetzt starten wir wahrscheinlich auch mit diesen Waffen, die wir da sehen, oder? Natürlich nicht. Wäre aber zu heavy. Okay, also das ist das Lustige. Kino der Toten ist sofort da. Fives ist die Transition. Hauptsysteme offline. Ja. Jetzt spielen wir auf der Five Mist. Die einzige Konstante im Leben. Macht endlich jemand Licht? Und ich spiele Kennedy gerade. Aus Randomness, okay. Ja, das natürlich aus. Okay, nee. Das ist ja nur kurz einmal ausprobiert. Jetzt können wir wieder ins Menü gehen, denn jetzt kommt die wichtigste Info. Oder Info, sag ich schon. Das Wichtigste, was ich zeigen wollte, war, wir haben das Spiel jetzt durch. Zombie-Modus haben wir jetzt auch gesehen, im Sinne von kurz Intro, weil wir kennen ja Kino der Toten. Das war gerade Five Transition. Dead Ops ist ja dieses Arcade-Spiel von oben. Boah, der Soundtrack ist einfach zu gut, Junge. Meine Güte. So, mehr Spieler haben wir auch Kampftraining, bester Modus, eigentlich hat das Spiel gefühlt alles, um für immer spielbar zu sein. Zombie-Modus ist immer noch heavy, mehr Spieler ist heavy, die DLCs sind gut. Junge, Black Ops 1 ist gefühlt so komplett. Und hier sind die Infos, wofür wir die gesammelt haben. Nämlich, man kann dann das sehen. Jetzt werden die schwarzen Dinge weggestrichen endlich und man kann ja auch richtig lesen. Ist natürlich interessant für die, die das gerne sowas lesen oder sehen. Dann haben wir zum Beispiel hier echte Bilder, dann von Ingame... Dann Infos über den. Das haben wir bei jeder Info. Und da muss man halt warten, bis das dann gezeigt wird. Ja, und dafür hat man das halt gesammelt. Zu jedem Charakter wahrscheinlich einmal eine Bio. Vermute ich jetzt mal. Dann zu dem Level, wo man war oder so. Und dann halt wichtige oder Infos zur echten Welt oder einfach nur zur Spielwelt. Das ist immer noch gestrichen. Lol. Top Secret. Darf nicht gesehen werden. Dragovic, Kravchenko... Oder nee, das ist Ryan Jackson. Wer ist Ryan Jackson? Lol, ist auch durchgestrichen. Nee, jetzt kommt er. Ah, okay. Genau. Und das geht halt bei jedem wirklich so. Bei jedem Einzelnen so. Ich könnte natürlich alle zeigen. Müsst ihr natürlich schreiben, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Dann wäre das aber mehr so ein Mini-Extra-Video. Genau. Zur Not, ich kann es ja mal im Stream zeigen. Oder so, weil wir werden auf jeden Fall das auch noch im Stream zocken. Da kann ich es nochmal extra zeigen. Aber soweit, Leute, haben wir... Konzentration, Mason. Erinnern Sie sich. Haben wir Black Ops 1 durch. Jetzt bleibt nur noch der Zombie-Modus, aber das hier lasse ich auf jeden Fall für ein Streamchen oder so. Und da kam erstmal eine Steam-Nachricht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.